Und ich glaube, dass es hier sehr, sehr wichtig ist, dass wir aus diesem hierarchischen Denken herauskommen und dass wir alle diese Offenheit entwickeln und dieses Zugeständnis, Fehler machen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Freunde der gelassenen Pflege, zu meinem heutigen Video. Es geht um das Thema nach oben bücken, nach unten drücken, also um hierarchische Strukturen in der Pflege und insbesondere um diese unausgesprochenen hierarchischen Gesetze. Diese bedeuten, dass wenn ich in dieser Hierarchie, die uns gesellschaftlich vorgegeben ist, die nach unserem Ausbildungsgrad entschieden wird, die uns davon abhält, immer zu sagen, was wir denken, was wir wahrnehmen, was uns ärgert, was uns stört, die manche dazu verleitet, nach oben sich zu bücken und Ja und Amen zu sagen und dem Vorgesetzten oder dem Höhergestellten das Gefühl zu geben, dass man ihn respektiert und in einem den Wunsch erfüllt, in einem den Wunsch weckt, alles zu erfüllen. Und meistens fällt oft auf, umso mehr jemand sich nach oben hin bückt, umso mehr drückt er nach unten. Und wir sagen dann auch ganz gerne Arschkriecher dazu oder Schleimer, weil wir das schon beobachten können. Und eigentlich kommen diese Menschen nie sehr gut an. Und der Anlass für dieses Thema kommt von zwei verschiedenen Menschen. Eine hat mich angeschrieben oder einer. Und zwar habe ich hier einen Kommentar unter meinem Video bloß keine Schnellschüsse von Glücklich. Liebe Mel, darf eine Pflegekraft die Arbeit von der Pflegefachkraft kritisieren? Fachkräfte machen durch den Zeitdruck auch oft Fehler oder vergessen wichtige Details beim Einsatz. Vielleicht hast du einen Rat. Liebe Glücklich, lieber Glücklich, danke für diesen Kommentar, für diese Frage, für deine sehr wertschätzende Formulierung und auch gleich eine Erklärung des Zeitdrucks, was auch oft eine Erklärung ist. Aber natürlich kann es auch sein, obwohl jemand eine höhere Ausbildung hat, dass er etwas deswegen nicht besser macht. Es gibt dann noch eine zweite Anfrage. Ich habe eine Sprachnachricht erhalten. Also Pflegefachkraft, Pflegekraft, das ist in Deutschland. Und bei uns in Österreich gibt es in der Pflege Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und Pflegediplom. Also das ist dann das Höchste sozusagen. Und dann gibt es auch noch die Heimhilfe. Das ist eine Ausbildung. Hier geht es sehr viel um die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, aber auch um die Begleitung von Menschen. Und eben eine Heimhilfe hat mir eine Sprachnachricht hinterlassen, in welcher sie anspricht, Zeugin einer Situation geworden zu sein oder auch integriert. Sie war auch integriert in diese auf einer psychiatrischen Station, welche sie mit ihrer ethischen und moralischen, mit ihrem ethischen, moralischen Empfinden nicht in Einklang bringen konnte. Und ihre Frage war nun, darf sie trotz der offiziell nicht vorhandenen Kompetenz überhaupt etwas dazu sagen? Und ja, ich nehme jetzt diese zwei Rückmeldungen oder Anfragen als Anlass, um über das heutige Thema zu sprechen. Ich denke, es ist hier sehr oft eine Gratwanderung und es wird oft nichts bringen, wenn wir sehr emotional oder aus der Wut heraus reagieren. Trotzdem finde ich, freue ich mich, wenn ihr wahrnehmt, wenn Fehler gemacht werden oder wenn es ethisch, moralisch nicht korrekt ist
und ihr noch in diesem Gefühl seid, dass es nicht passt und den Wunsch habt, hier etwas zu tun. Und ich denke, es ist hier von enormer Wichtigkeit, klug zu handeln, klug zu agieren. Selbstverständlich ist es oft nicht leicht, aus jeder Position heraus etwas zu verändern oder anzusprechen, je nachdem, wie diese Teams gestaltet sind. Trotzdem hoffe ich, dass wir immer mehr werden, die offen sind dafür, jede Sichtweise im Team zu hören, weil sie uns allen helfen wird, gemeinsam stärker und besser zu werden. Es ist immer gut, wenn wir beobachten, mit wem wir es zu tun haben. Denn es gibt sehr wohl Kollegen, Kolleginnen höheren Rangs. Ich spreche ja so ungern in Hierarchien, aber ich muss es für dieses Video jetzt einfach so benennen, weil für mich kein Mensch einen höheren oder niederen Rang als Mensch hat. Und deswegen, ich beziehe mich hier einfach auf die Ausbildungsränge, auf die Ausbildungen. Also denke ich, es ist wichtig, wenn wir Situationen bemerken, wo wir Fehler sehen oder wo wir bemerken, dass es ethisch eben nicht passt, moralisch, dass wir erstens einmal uns das sehr genau ansehen und im besten Falle noch mit jemandem darüber sprechen, um uns eine zweite Sichtweise zu holen mit einem Menschen unseres Vertrauens. Und dann ist natürlich die Frage, der erste Weg wäre natürlich immer direkt mit der Person, mit dem Menschen, mit der Kollegin, dem Kollegen zu sprechen. Und ich weiß, dass es nicht immer mit jedem möglich ist oder manche dann sich auch persönlich angegriffen fühlen. Es gibt hier verschiedene Hintergründe, aber das jetzt alles auszuführen, wäre jetzt zu weit gegriffen. Trotzdem ist die Frage, glaube ich, dass ich, wenn ich mit diesem Menschen nun über das spreche, dass ich damit Erfolg habe oder gehört werde? Oder habe ich das Gefühl, dieser fühlt sich nur angegriffen? Ich finde es prinzipiell immer am besten, wenn man direkt diesen Menschen darauf anspricht und das direkt klärt. Und das ist dann oft sehr überraschend, was man für Reaktionen hat. Und das heißt aber, dass ich von vornherein diesen Menschen in einer Haltung begegnen muss, die diesen nicht abwertet. Wenn ich Zeugin werde einer Situation, welche für mich nicht haltbar ist, dann muss ich zuerst einmal die Offenheit in mir finden, diesen Menschen zu fragen, warum er oder sie so gehandelt hat. Denn ich selbst erlebe auf meiner Station Situationen, wo ich mir denke, wenn jetzt irgendjemand von außen hinzugekommen wäre, würde er erschrecken. Wir haben manchmal sehr grenzüberschreitende Bewohner und Patienten. Und wenn ich dann nicht ganz klar meine Grenze ziehe, und dies natürlich verbal sehr klar und stark zum Ausdruck bringe, dann wird dieser ständig über meine Grenzen gehen. Und das kann oft, wenn jetzt jemand Dritter hinzukommt, sehr befremdlich wirken, sehr schroff, sehr streng. Und der kann sich denken, um Gottes Willen, was hat denn die für einen Umgang mit ihren Bewohnern? Also denke ich, es ist immer wichtig, dass wir uns nicht nur auf diesen Ausschnitt konzentrieren oder diese einzelne Situation, sondern uns selbst in die Offenheit bringen. Wenn ich schon diesen Menschen darauf anspreche, ihm wirklich innerlich alle Türen offen halte, alles offen halte, mir diese Situation zu erklären. Und oft ist es gut, wenn ich erstens einmal schaue, dass ich schon nicht mehr in dieser Emotion bin, in dieser Wut. Und dann zu diesen Menschen gehe und sage, Entschuldigung, ich habe eine Verständnisfrage zu der Situation von letzter Woche, von gestern. Und ich bitte dich, dass du mir das erklärst.
Und in diesem Moment wird sich dieser Mensch nicht angegriffen fühlen, sondern es kommen oft sehr überraschende Erklärungen für diese Situation, bis hin dazu, dass jemand auch selbst zugibt, ja, ich habe da einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Wenn ich diesen Menschen nur moralisch abwerte, kritisiere oder auch für einen Fehler in Frage stelle als Mensch, dann wird dieser, den ich anspreche, schon selbst oft in eine Abwehrreaktion gehen und eben mit diesem Totschlagargument kommen, das geht dich nichts an, ich habe die höhere Ausbildung, du hast davon keine Ahnung, ich habe das gelernt. Irgend so eine fadenscheinige Ausrede, die nichts mit der Situation zu tun hat, aus der auch wir alle nichts lernen. Ich selbst habe einmal eine Situation erlebt, die hier vielleicht auch ganz gut passt. Ich bin am Stützpunkt gesessen, im angrenzenden Aufenthaltsbereich, haben unsere Bewohner und Bewohnerinnen zu Mittag gegessen und plötzlich ruft mich eine Kollegin um Hilfe. Ich bin hinausgerannt und ein Bewohner war kurz vorm Ersticken. Ich habe dann bei diesem Bewohner den Heimlichgriff angewandt, ich habe ihm hinten zwischen die Schulterblätter geklopft. Es ist dann auch noch eine zweite Kollegin hinzugekommen, ich habe sie gebeten, das Handy bereitzuhalten, falls wir einen Notruf brauchen. Und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich diesen Bewohner letztendlich von der Erdbeere, die ihm in stecken geblieben ist, befreien konnte. Also es war bestimmt eine Minute, der Bewohner war schon zyanotisch. Und ich hatte schon vorher, also im Jahr, in den 2 Jahren davor, 2 weitere Fälle, wo ein Bewohner fast erstickt wäre und ich hingerannt bin und da war niemand anderer dabei und bei denen habe ich das sehr schnell geschafft, sie davon zu befreien. Also habe ich im Nachhinein über diese Situation nachgedacht. Ich habe mir noch einmal das Pflegebuch geholt, habe noch mal geschaut, habe ich irgendwas falsch gemacht, welche Schritte hätte ich machen sollen. Ich habe diese Situation noch einmal reflektiert und habe letztendlich für mich erkannt, was mich daran gehindert hat, schneller zu einem Ergebnis zu kommen. Und als wir dann die nächste Teamsitzung hatten, habe ich vor dem ganzen Team noch einmal diese Situation erzählt und ich habe es vor ihnen reflektiert und ich habe ihnen gesagt, die Tatsache, dass neben mir 2 Kolleginnen waren, hat mich daran gehindert, richtig fest zuzuschlagen zwischen die Schulterblätter, weil ich mich durch diese Beobachtung gehemmt gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, ich möchte nicht so brutal mit einem Menschen sein. Ich wollte nicht, dass sie mich so sehen. Wo ich alleine war, habe ich extrem zugeschlagen. Und das hat mich letztendlich so gehindert, dass eigentlich das dem Bewohner fast geschadet hätte. Und ich glaube, das passiert sehr oft, dass wenn wir Zuseher haben, dass wir anders reagieren oder agieren, als wenn wir alleine sind. Alleine schon aus den Glaubenssätzen heraus, die wir in uns tragen, oder es werden bestimmte Mechanismen aktiv. Denn eigentlich habe ich ein Leben gerettet und trotzdem war es mir peinlich, unangenehm. Ich kam mir schlecht vor, dass ich jemanden so behandle und so fest zwischen die Schulterblätter schlage. Und was sich dann auch noch daraus ergeben hat, ich führe einmal im Jahr Mitarbeitergespräche durch und diese Kollegin, die anwesend war in dieser Situation und dann auch bei der Teamsitzung, hat im Team, also im Mitarbeitergespräch, mir unter Tränen gesagt, dass als ich vor dem ganzen Team über meine Unsicherheit gesprochen habe und wie es mir dabei gegangen ist und dass ich eben danach noch im Zweifel war und alles durchdacht habe, dass ihr das so gut getan hat, weil sie hat mich immer als jemand wahrgenommen, der immer alles perfekt kann. Und sie hat gesehen, dass auch ich zweifle und auch ich nicht perfekt bin, bei weitem nicht, aber aus ihrer Wahrnehmung heraus, und dass auch ich Fehler mache. Und das hat ihr eine große Last von ihren Schultern genommen. Und das hat mich sehr berührt. Und ich denke, dass
in unseren Teams sehr viele dieser Mechanismen ablaufen. Dass auch wenn jemand sozusagen bei uns jetzt in Österreich eine Diplomkraft ist, auch oft den Druck hat, ich muss jetzt mehr wissen, mehr können als eine Pflegefachkraft oder eine Pflegekraft. Und man oft beschämt wäre, wenn man etwas nicht weiß, was jemand weiß, der eine geringere Ausbildung hat und dadurch vielleicht auch sich oft nicht traut, einen Fehler einzugestehen oder dann ebenso reagiert, wenn einen dieser auf einen Fehler aufmerksam macht. Und ich glaube, dass es hier sehr, sehr wichtig ist, dass wir aus diesem hierarchischen Denken herauskommen. Und dass wir alle diese Offenheit entwickeln und dieses Zugeständnis, Fehler machen zu dürfen. Denn erst dann werden wir alle gemeinsam wachsen, entwickeln, besser werden, als Team uns besser miteinander verbinden. Und aus meiner Sicht soll man immer sagen können, wenn man etwas wahrnimmt, einen Fehler, weil man hilft ja auch damit den anderen. Nur laufen eben sehr viele Prozesse im Hintergrund ab. Das heißt, wie schon gesagt, man wendet sich direkt an den Menschen und wenn man aber das Gefühl hat, das geht überhaupt nicht, mit jemand anderem sprechen oder mit einem Vorgesetzten dieses Thema ansprechen, aber eben immer in dieser Haltung bleiben, in dieser wertschätzenden Haltung, dass man sagt, ich habe das jetzt nicht verstanden. Vielleicht ist es aus meiner Sicht heraus nicht korrekt oder irre ich mich da. Ich möchte einfach Verständnisfragen stellen. Aber oft ist es wirklich so, wenn man diese Verständnisfragen stellt und sich direkt an den ersten Kollegen wendet, dass man dann schon sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Ich glaube, dass es hier nicht nur diese Komponente gibt, dass ich hier von unten nichts ausrichten kann, weil immer die oben recht haben, bla bla bla, sondern auch, dass die oben oft sehr viel Druck verspüren aufgrund ihrer Ausbildung oder aufgrund ihrer Stellung, die sie haben sollten oder des Wissens, das sie haben sollten, dass sie diese Fehler nicht machen dürfen. Und hier ist es wieder sehr wichtig, dass wir Teamsitzungen haben, Fallbesprechungen, Supervisionen, wo diese scheinbar unausgesprochenen hierarchischen Gesetze einmal offen ausgesprochen werden, wo auch ausgesprochen wird, dass jeder von uns Fehler macht. Also wenn ich diese Rückmeldung bekomme und genau erstens ist es für mich wieder ein Impuls, wow, das nächste Mal bitte mehr Konzentration zu haben. Und zweitens bringt es eigentlich alle viel mehr in die Verantwortung, wenn wir es zulassen, dass auch jeder etwas beitragen darf. Denn wenn ich immer das Gefühl habe, ich habe keinen Einfluss, ich darf nichts sagen, dann werde ich auch immer mehr nur zur braven Soldatin, zum braven Soldatin der Taten, der ausführt und nichts mehr hinterfragt und nichts mehr denkt. Denn wir alle werden immer wieder Fehler machen. Und wir alle werden in Situationen kommen, in denen vielleicht ein Dritter, wenn er hinzukommt, dies moralisch hinterfragt. Weil wir sind Menschen, wir haben Stimmungen, wir haben Launen, wir arbeiten mit Menschen, wir haben enormen Zeitdruck, wir haben ein enormes Arbeitspensum oft. Und wenn wir uns gegenseitig nur abwerten, angreifen oder es nicht zulassen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dann verschlimmern sich die Situationen, dann verhärten sich die Fronten, anstatt dass wir es immer menschlicher gestalten und einfach alle den Raum bekommen und auch die Unterstützung, die gegenseitige, das nächste Mal diese Situation besser zu meistern. Also wieder einmal geht es darum, um Menschlichkeit, um gemeinsames Schöpfen, um respektvolles Miteinander. Es geht darum, dass wir auch mal den Mut haben, etwas anzusprechen, aber in der richtigen Form,
damit es auch eine Auswirkung hat. Denn jeder Mensch, der sich angegriffen fühlt, geht nur in die Verteidigung und ist nicht bereit, etwas zu lösen. Dieser Kommentar von Glücklich war ja unter meinem Video bloß keine Schnellschüsse, in der Ruhe liegt die Kraft. Hier habe ich euch mein Schnellschuss-Prophylaxe-Formular erklärt, was auch eine sehr gute Unterstützung im Team sein kann, um wirklich ein Thema anzusprechen, ohne anzugreifen und es als Team zu lösen. Ich möchte es euch gerne noch einmal nahelegen, euch dies auch vielleicht einmal anzusehen, denn auch hier kann man fernab von hierarchischen Strukturen Themen ins Team bringen und schauen, wie allgemein der Kontext im Team ist und es als Team zur Lösung und zur Veränderung bringen. Genau. Und in diesem Sinne sage ich euch wieder danke fürs Zuhören. Ich danke euch für eure Kommentare, für eure Fragen. Ich danke euch für euren Daumen nach oben, für eure Abos, eure Wertschätzung. Und ich wünsche euch von Herzen alles Liebe. Eure Mel. Danke.